Hallo, liebe LS-Leinwörter. Willkommen zurück hier auf der PV Uncharted. So, ich habe inzwischen die Übermission auf der 13 angenommen und habe auch einen fleißigen Käfer gefunden, der mit dem Finger fährt. Das Feld ist schon zum größten Teil geknubbert, ein paar Minuten noch, dann sind wir schon fertig. Wir wollen aber etwas anderes machen. Zunächst mal warten wir hier noch. Ihr seht, die ersten zwei Bretterpaletten sind hier schon herausgekommen aus unserem Sägewerk. Jetzt warten wir mal noch auf die dritte. Dann werden wir mal was auf dem Hänger laden und zur Schreinerei schaffen. Die Doppelmission läuft auch. Wir sind inzwischen circa die Hälfte geschafft. Also, es geht voran. Hier seht ihr, hier sieht es jetzt etwas aus wie Kraut und Rüben. Deswegen werden wir hier jetzt mal ein bisschen aufräumen. Ich habe mir gedacht, dass ich die Stämme jetzt mal irgendwo zwischenlagern muss. Ich kann jetzt nicht warten, bis Sägewerk und Schreinerei das ganze Holz verarbeitet haben, weil ich fürchte, das dauert ein paar Tage. Nicht zu sagen, ja, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Im Jahr, sprich Tage sind ja Monate. So, deswegen werden wir erstmal wieder unseren Autoload-Trailer beladen und dann werden wir das Holz zwischenlagern. Mal schnell schauen. Also, nach links schalten. Das machen wir mal. Wir schalten nach links. Ich merke mir diese Tastenkombination irgendwie nie. So, jetzt haben wir es eingeschaltet. Das lädt von links auf Stämme auf. Auch so eine Stapel sollten wir erstmal in der vorderen machen. Das macht sich halt besser. Wenn die Stämme dann ein bisschen schief liegen, dann können sie später dann mit dem zweiten Stapel hinten etwas weiter rausragen. Das wäre dann nicht so das Problem. Perfekt funktioniert das immer nicht, dass der da zwei Stapel drauf packt. Aber ich mecker da auf hohem Niveau. Ich bin froh, dass ich die Stämme überhaupt automatisch geladen kriege, dass es die Möglichkeit gibt. Ich hätte keine Lust, überhaupt keine Lust, hier mit so einem witzlichen Ladekran hier aufzuladen. Das ist
So, und Endladen starten mit Obsidian. Wir müssen jetzt nicht schön da liegen. Hauptsache sie liegen da. So. Dann ist alles weg. Ist der Feinzone, lasse ich jetzt gleich mal. Gleich wieder aufladen und dann nachschauen. Das war auch wenn ich das nicht drücken muss. Jetzt machen wir einfach mal die Stämme hier aus dem Wald raus. Oder aus dem, ne, aus dem Wald. Ein Wald ist es ja jetzt nicht mehr. So, wir sind jetzt bei rechts, das ist okay. Also grundsätzlich im echten Leben mag ich das ja überhaupt nicht, wenn irgendwo Bäume gefällt werden. Ich liebe Bäume. Ich finde die auch total wichtig für die Natur. Der einzige Grund für mich, Bäume zu fällen, ist, wenn sie alt und krank sind. Ansonsten tut mir das in der Seele weh, wenn ich manchmal durch den Wald laufe und es da aussieht wie auf dem Schlachtfeld. Wenn die ganzen Bäume rausgeholt wurden, um sie nach China zu verkaufen oder sonst wohin. Weil der Wald Geld bringen muss. Es muss alles Geld bringen im Kapitalismus. Wir müssen der Wald in erster Linie mal für die Natur da sein. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn man einzelne Bäume rausnimmt als Pflegemaßnahmen, wenn sie dicht stehen. Aber das hat nichts mit Pflegemaßnahmen zu tun. Wenn jeder größere Baum gefällt wird und am Ende nur noch so kleine dünne Bäumchen stehen, dass da über Jahre, muss man sagen Jahrzehnte, kein gescheiter Wald mehr an der Stelle ist. Ja, das ist im richtigen Leben. Im Real Life. Hier im Spiel Pixelbäume fällen, damit habe ich jetzt wiederum kein Problem. Dann kommen sie halt weg, wenn ich mir ein Feld anlegen will. Das ist nur ein Spiel. Der ökologische Nutzen von Pixelbäumen, der ist noch nicht erwiesen. Wir haben eher einen gegenteiligen Nutzen, den sie die Performance des Spiels bremsen. Gut, dann hören wir auf wieder aufzuladen. Wir werden dann auch mal eine Fräse kaufen. Und anfangen hier die Stumpen wegzufräsen. Ich muss zwischendurch immer mal nach meiner Kartoffelmission schauen, die hier läuft. Der Ruder bewegt sich, okay, dann läuft das auch. Ab und zu hing schon mal ein Abfahrtbaum oder nur Wald. Deswegen muss ich dann immer mal auf die Rechte. Thank you.
seht, ich bin gut vorangekommen. Es sind zwar noch ein paar Bäume da, aber so viel ist es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wenn ihr mal eine Stunde Bäume fälle, dann sollte hier langsam Platz sein. Für mein Feld. Ich habe auch schon mal geschaut nach dem schönen Huber, dann ihr Feld anlegen zu können, aber im Flug ist das echt witzig. Schöne gerade Feldkanten zu bekommen. So, meine Lohndienstleistung auf Feld 13 ist abgeschlossen. Das ist meine Gruppermission. Es ist schön, dass die abgeschlossen ist. Ich glaube, wir sind voll. Auf Feld 13 schauen. Und die Mission gleich abgeben. 6.800 Euro einsacken. So, die Seemission, die werde ich nicht machen. Ich glaube, die lohnen sich nicht. Naja, würden sich schon lohnen. Materialkosten sind nicht so hoch. Aber jetzt habe ich erstmal andere Aufgaben. Also 51% der Kartoffelernte-Mission ist inzwischen erledigt. Sieht doch nicht schlecht aus. Kommt mal rein, mal durch, ob alles läuft. Gut, also kann's hier weiter.
bin noch da. Okay, dann haben wir erstmal vier schöne Stapel hier aufgesetzt. Es werden noch mehr werden. Als nächstes möchte ich jedoch erstmal eine Stumpffräse kaufen. Schon mal im Shop geschaut, was es da so gibt im Angebot. Forstmaschinen. Und werde dieses Ding hier nehmen. TMC Canceller TFK 200. Ich denke, das ist genau das, was ich brauche. Man könnte sie mieten. Man kann sie aber auch kaufen. Ich meine, ich brauche das Ding ja sicherlich öfter. Viele Bäume, wie es hier auf der Karte gibt. Bin ich mir sicher, dass das Teil öfter zum Einsatz kommt. Das weiß ich bloß nicht. Wahrscheinlich. Ich kann dran arbeiten. Mir wäre es eigentlich ganz sympathisch.
Kommentar, schreibt in den Kommentar, wer diese Karte findet. Und dann